Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir sind auf der Map Sturm auf Paracel und wir zocken Eroberung. Ich habe die G36C am Start und möchte diese Waffe hier testen. So, alles klar. Einen Bordmann haben wir dabei hier für die Bordwaffe. Alter, was hier für fette Ausstattung drin haben, ey. Zwei, drei so Bildschirme, krass. Tiefmesser, Höhenmesser, Höhenmesser am Boot wäre richtig geil. Obwohl sich da überhaupt nichts ändert, so von der Sicht her, ne? Normalerweise müsste sich vielleicht sogar irgendwie, weil sie sind da bestimmt so integrierte Kompasse bei. Müssten sich vielleicht sogar irgendwie so die Richtungen bewegen, aber das tun sie nicht. Also auch wieder nur blöde Attrappen hier, ist ja wie bei der deutschen Bundeswehr. So, okay. Gehen wir mal zu B. Ja, wir sind ja schon am Start hier, wir sind ja schon bei B. So, wir holen uns das Ding hier, hoffentlich. Wir müssen nur vorsichtig sein. Aber das müssen wir ja eigentlich immer im Battlefield. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo man nicht vorsichtig sein muss. Ja. Vielleicht weiß jemand einen Moment. Selbst wenn man hier auf Toilette muss, muss man Acht geben. So, eingenommen haben wir das Ding. Es dauert aber garantiert nicht lang, dass die Leute versuchen, uns das wieder wegzunehmen. Ich muss mal kurz... Okay, Präzision würde ich mal sagen... Oder Stabilität würde ich sagen, ist okay von der G36C. Nur, wir müssen gucken, wie das auf die Ferne funktioniert. Ich höre jemanden schreien. Das könnte ein Gegner sein. Und natürlich werde ich direkt von so einem verfickten Helikopter gekillt. Meine, also, ich meine, die Fahrzeuge gehören zu Battlefield 4 dazu, aber mich regen die Helikopter echt auf. Weil es gibt Situationen, wo du nur noch von Helikopter getötet wirst. Es gibt so Momente, da tötet dich ein Helikopter. Du startest neu. Und wirst dann immer und immer wieder von seinem Helikopter gekillt. Und das regt mich einfach nur auf. Das ist übertrieben. Ich finde, die Helikopter müssten weniger Leben haben. Dass man nicht teils drei Raketen braucht, um drauf zu schießen, ne? Da oben ist jemand. Oh, Mann. Dass man einfach nur, keine Ahnung, egal mit welcher Rakete man trifft, der Helikopter abstürzt, ja? Dass die einfach nicht mehr so übertrieben da drinne hocken. Weil es gibt Leute, die machen da unzählige Abschüsse mit und hocken permanent in diesen scheiß Helikoptern drin. Und das ist einfach over... Also für mich sind die Dinger overpowered. Ich finde die Helikopter echt mega overpowered. Komm, 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 komm. Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Kann ich zulassen, dass hier welche herkommen? Dass die Gegner das Ding einnehmen? Einer von meinen Leuten, okay. Du bist auch einer von meinen Leuten, das ist auch noch okay. Und jetzt geht's wieder los hier. Ich glaube unter uns. Das ist unsere Base, Mann. Verpisst euch hier, Alter. Holt euch eine eigene Butze. Baut euch ein eigenes Haus. Was wirft er denn hierher, Alter? Oh, na, na, haha. So, jetzt müssen wir aufpassen hier, weil wenn die das Ding entschärfen, haben wir die A-Karte. Oh, shit, Mann. Medikit haben wir nicht, nur Munition. Nur die Schrot, die Shorty. Oh, fuck. Alter! Oh, scheiße. Scheiße, jetzt habe ich gerade überhaupt nicht... Jetzt habe ich gerade Stiffmeister... Habe ich gerade jetzt gar nicht gepeilt. Ich habe gedacht, dass jemand in die Granate reingelaufen war, hat die ausgelöst. Aber dass der Helikopter neben uns gelandet ist, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt hier. Scheiße, Mann. Hätte ich nur schnell reagiert, hätte ich noch umhauen können, den Typen. Okay, wir gehen wieder zu B. B! B! Ab zu B! Punktemäßig recht ausgeglichen. Wir sind wieder mal am Führen auf, wenn es recht knapp ist. Könnte das hier trotzdem eine gute Geschichte werden. Ich weiß gerade nicht so genau, wo ich hin soll. Es ist relativ wenig los. D, aber D ist natürlich am Arsch der Welt und C ist eingenommen. Dann würde ich fast sagen, dass wir zu C gehen. Weil bei D kann ja sein, dass wir das Ding gerade einnehmen. Dann würde ich sagen... C. Mann, die Helikopter sind überall, ey. Nord, Ost, Südwest, die sind überall einfach. Das ist einfach immer so. Weil es gibt Leute, die wollen gar nicht anders zocken. Die wollen nur in diesen scheiß Helikopter drin hocken. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha verloren. Hilfe, Junge, geh zu C. Komm, wir machen C klar hier. C ist gefährlich. Gefährliches Gebiet hier.
Wir müssen uns die Base holen. Das kann so nicht weitergehen. Schön für dich. Jetzt, wo ich hier bin, ist C natürlich sicher. Ja, ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar, das Ding. Jetzt, wo ich hier am Start bin, ist alles okay. So, wir schnappen uns hier das Ding. Den Ski. So, B. Wasserski. Oh, nein. Nicht auf den Sand. Wir gehen hier hoch. Und komm, jetzt mach... Komm, wir sind zu viert jetzt, Alter. Jetzt müssen wir uns das Ding holen hier. Gruppen-Action hier. Oh, da oben hockt jemand. Ja, man braucht teils eine verdammt gute Sicht hier, muss man sagen. Ja, wenn man nicht weit sehen kann, dann ist das ja nix. Warte, ich bleib hier. Ein bisschen Panik, dass die hier von der Butze kommen. Da hinten aus dem Haus. Komm, wir holen uns das Ding hier. Da oben darf jetzt nur kein Sniper-Typi sitzen. Und da darf keiner aus dem Boot rauskommen. Obwohl eine Person gar nicht so schlimm wäre. Eine Person könnte man noch aufhalten. Nur wenn es dann 2, 3 sind und die geschickt angreifen, könnte es passieren, dass man hier recht schnell verliert. Alles klar! Alles klar, Alter. Ey Leute, seit wann kann man 3, 4 oder wenn nicht sogar mehr Halsschüsse bzw. Kopfschüsse aushalten? Ist mir wirklich neu. Aber ich glaube, für realistische Sachen muss man echt hardcore zocken. Ansonsten kannst du die Realistik hier vergessen. In dem Game. Aber Hardcore ist sowieso eine geile Modi. Also ich finde Hardcore bei Black Ops 3 finde ich auch richtig cool. Also ich glaube Hardcore, auch wenn viele Leute Angst davor haben, probiert einfach mal Hardcore aus. Ich glaube Hardcore ist mehr was für jedermann. Das Normale ist einfach unglaubwürdig, ja. Aber Hardcore ist eigentlich immer ganz geil. Da hat man wenigstens eine Chance. Da zählt einfach nur die Reaktion, ja. Wenn ihr meint, ihr habt eine gute Reaktion, aber seid treffunsicher, dann zock lieber Hardcore. Weil bei Hardcore musst du nicht direkt auf den Kopf treffen. Es reicht auch, wenn du den kleinen C triffst. Ja, wenn du dann 5 Schüsse in den kleinen C machst, ist der trotzdem K.O. Beziehungsweise tot. Ist jetzt vielleicht nicht ganz realistisch, aber realistischer. Wie als wenn man, sag ich mal, 5 Headshots machen muss. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Der Schmerz kann einen ja auch unmächtig machen. Daher glaube ich Hardcore wirklich besser. Wir gehen zu D. D. Junge, bist du mit drauf? Nein, es ist keiner mit drauf. Alles klar. Ich gehe allein. So, und bam, 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 bam. Und auf dem Rasen, damit ja auch gar ja, keiner mehr das Ding nutzen kann, ja? Denn ich hasse es, wenn einer auf meinen Sitz sitzt. Oh, da ist jemand. Stirb doch, Alter! Da oben ist auch jemand von uns. Oh, shit! Alter! Glücksschuss, Mann! Aber so ein richtiger Luckshot hier. Komm schnell nach oben, hier scheint keiner zu sein. Einer vielleicht? Komm, nimm das Ding ein hier. Hallo? Komm, nimm das Ding ein, Mann, mach schnell. Los. Claymore schnell mal hinsetzen hier. Richtig geil, Mann, haben das Ding eingenommen hier. Haben uns wieder ein paar Punkte gesichert hier. Gut. So, ich weiß auch nicht. Bleiben wir hier und deffen ein wenig. Alter! Scheiße. Die wollen sich das Baby jetzt hier holen. Oh shit, warum ist der nicht tot, der Pisser? Alter, warum stirbt der nicht? Doch, er ist tot. Killhilfe. Jemand von unseren Leuten hat sich drum gekümmert. Sehr gut. Alter. Ist natürlich schwierig, hier jemanden zu treffen aus dieser Entfernung mit einer Rakete. Ich hätte, glaube ich, lieber mit der Schussfeuerwaffe geschossen. Das wäre, glaube ich... Oh shit, jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt ist jemand hier. Und ein Heli kommt vielleicht auch. Aber da wir zu zweit sind, ist das Ding hier für uns sicher. Oh, von wo? Hier unten. Yes! Vorsicht, da kommt jemand. Holen dir. Oh shit.
Kann ich die zurückholen? Nein, kann ich nicht. Oh, shit, 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 shit. Da kommt noch jemand. Komm! Da ist noch jemand, Leute. Da ist noch jemand. Obwohl es nicht umstritten ist. Wenn es nicht umstritten ist, ist keiner mehr da. Es ist einer von uns. Man sieht es auf der Karte. Einer von uns ist noch hier. Alter! Achso, da war ein Loch. Okay, ich wollte schon sagen, geiler Bug. Ist mir neulich bei Division passiert. Ich habe an der Kante gehockt. Natürlich war das auf Herausforderungsmodus. Ja, ich habe an der Kante gehockt. Und dann bin ich in einen Raum reingerutscht, der gar nicht existiert. Und dann stand da, dass ich zurückgeportet werde an einem existenten Ort. Natürlich, wo bin ich gelandet? In einer Safe Zone, ja. Also richtig geil, richtig geil. Ich natürlich dann, weil du kannst dich ja im Herausforderungsmodus, hast du überall keine Neustartzone. Das heißt, du kannst dich nicht zu deinen Teamkameraden teleportieren. Und natürlich musste ich dann den ganzen Weg zur Instanz laufen. Gott sei Dank war es der Lincoln-Tunnel. Und da kann man durch die ganze Instanz laufen, ohne dass es bei Herausforderungsmodus irgendein Bereich gesperrt wird, nachdem man ihn betreten hat. Daher hatte ich Glück und konnte den Bereich wieder annehmen. Bei anderen, wie zum Beispiel bei der vorletzten Mission, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich glaube die Generalversammlung, da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance, weil da wird nämlich der Bereich gesperrt und du kannst nicht mehr eintreten. Das heißt, du hast keine Chance, überhaupt noch jemanden zu suchen, wenn die Gruppe unverständlich ist oder so. Also wirklich blöd gemacht. Division hat ziemlich viele Fehler und ich hoffe, dass die Entwickler das noch ausbessern. Aber momentan, ich glaube, die kümmern sich irgendwie nicht so wirklich drum. Also, solange das Spiel schon jetzt, sage ich mal, erschienen ist, kam noch kein Patch oder irgendwas raus. Wirklich armselig eigentlich, ja. Wirklich armselig, zumal die auch nichts zu tun haben. Die haben ja nichts mit den DLCs zu tun, weil die DLCs sind ja schon enthalten. Die haben ja einfach bloß quasi diese Dinge wieder aus dem Spiel rausgenommen. Denn man kann ja zum Beispiel diesen Übergriff-DLC, diesen Übergriff-Update, das kann man ja alles schon sehen. Das wurde alles nur aus dem Spiel entfernt oder quasi gesperrt, nicht sichtbar gemacht, aber enthalten ist es trotzdem, weil die Updates werden bestimmt auch wieder nur ganz, ganz, ganz wenig groß sein, weil das alles schon drinne ist, ja. Also, wirklich eine lustige Geschichte, aber ansonsten Division, richtig geiles Game, aber ich möchte ja auch nicht über Division reden, denn wir möchten hier Punkte sammeln und die Gegner haben bloß noch 88 Punkte, wir werden angegriffen, shit. Die Gegner haben bloß noch 88. 87, Entschuldigung! Und dann haben wir das Ding hier für uns gerissen. Nur wir müssen das Teil hier noch halten. Da unten könnte sein, dass jemand war. Nicht mit mir, Junge. Ey, wir haben nicht mehr viel Muni. Scheiße. Oh, scheiße, Mann. Jetzt nehmen sie das Ding ein. Nur wegen dem scheiß Hilly, der hier, glaube ich, seine Kurven dreht. Scheiße. Und ich habe keine Munition. Warte mal. Oh, ich depp. Ich habe doch Munition hier. Komm. Und so schnell sind wir wieder aufgefüllt. Dieser scheiß Heli, der macht mir zu schaffen. Komm, hau das Ding weg, hier lad nach. Oh shit. Ist kaputt. Ja, Mann. So gehört sich das hier. Das Ding gehört zerstört. Erledigt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ist da noch ein Heli? Oh, da ist noch. Nee, der ist kaputt. Alter, von wo ballern die denn hier? Hier unten irgendwo. Ich schalte den Bastard aus. Ja, dann mach's doch. Schalt ihn doch aus, du Pisser. Mach ihn platt. Erledige ihn. Ich weiß auch nicht, sollte ich vielleicht runtergehen, meinen Freunden helfen? Bloß hier oben ist es so eine sichere Sache, ja? Wenn man mal irgendwie... Ja, hier oben ist halt einfach sicher. Man kann immer wieder die Base zurückholen. Oh, scheiße, sniped jemand. Fuck. Oh, nein! Mann, Alter, weil ich den Typen nicht gesehen habe beim Schießen. Oh, shit. Seht ihr, Leute, es wäre besser gewesen, wenn ich oben geblieben wäre. Ein bisschen campen schadet manchmal nicht. Jetzt verlieren wir nämlich die Base. Gut, wir werden das Spiel nicht verlieren, ganz klar. Aber punktemäßig, Leute, ich habe mir von mehr gesichert. Oh, das Ding können wir auch vergessen. Da kann ich gar nichts anrichten hier. Ja. Da kann ich gar nichts anrichten. Ich habe kein C4, kein nichts mit. Kein überhaupt nichts. Alter, kann man das Ding so wieder ins Wasser bewegen? So, ernst, Mann? Ist ja richtig realistisch eigentlich, ne?
Würde ich schon sagen, ist ja wirklich. Oh, vom Gebäude aus sniped, glaube ich, wieder jemand. Da oben. Oh shit, oh shit, oh shit. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich keine Chance. Wir haben keine wirkliche Chance hier. Es sei denn, der Typ kommt runter. Aber aus der Entfernung sichtet er uns gleich. Warten wir, bis wir 100 haben und dann gucken wir nochmal vor. Wenn der nicht geradezu einen Headshot an uns macht, könnten wir vielleicht eine Chance haben, den zu erwischen. Es sei denn, er ist schon tot. Er kann ja auch schon tot sein. Oh ne, der Typ ist noch da. Und wir haben ihn kein bisschen getroffen, das ist echt schade. Und wirklich nicht zu verstehen. Den Typen haben wir, sehr gut. Ist jemand ausgestiegen? Ne, da war gar keiner drin mehr, glaube ich. Ah, noch 24, komm mal, ins Ding holen wir uns hier, Alter. Kein Problem, Junge. Wo stehen wir hier? 12-6, auf dem 8. Platz. Lange Runden, wenig Kills. So läuft es hier. So, da oben. Also irgendwo schneibt hier noch. Oh, da hinten. Da hinten ist einer. Ich bin ganz aufgeregt. Junge! Oh, Mann! Euer Team hat gewonnen. Wunderbar. Was auch sonst, Mann. Wir sind ja mal Team Kings hier. Wir machen alles platt hier. Kein Problem, Junge. Ja, Leute. Fand ich auf jeden Fall wieder trotzdem eine geile Runde. Auch wenn wir jetzt nicht gerade so viele Punkte abgeholt haben. Ein bisschen taktisch vorgehen, ja. Und ein bisschen Luck war natürlich auch dabei. Aber hat Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen hoch da. Und dann schaltet auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge ein zu Battlefield 4 oder Battlefield Hardline. Das kommt ja immer im Wechsel. Vielleicht guckt ihr auch mal bei Division vorbei. Auch wirklich ein richtig geiles Let's Play und Game natürlich. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.